Hallo und herzlich willkommen zur International Church Bonn, eine internationale Kirche in Bonn. Ja, in unserem Wachstumspfad haben wir schon zwei Produktionen gehabt. Ich lade dich ganz herzlich ein, diese beiden ersten Schritte unseres Wachstumspfads dir anzuschauen auf Video. Wir möchten gerne, dass du vier Schritte gehst, wenn du neu bist in dieser Gemeinde. Und zwar Nummer 1, Gott kennenlernen. Gott kennenlernen, Freiheit finden. Und heute wollen wir uns mit dem dritten Teil beschäftigen. Entdecke dein Potenzial. Denn der vierte Schritt heißt dann, verändere die Welt. Ich glaube, wenn wir Gott kennenlernen, Freiheit finden und uns nicht mehr beschäftigen mit unserer Vergangenheit, unser Potenzial entdecken, was alles in uns gelegt ist durch Gott, dann haben wir die Kraft, gemeinsam die Welt zu verändern. Nun, deswegen eine herzliche Einladung zu unserem dritten Teil des Wachstumspfads, Entdecke dein. So kommen wir zum dritten Teil unseres Seminars, Entdecke dein Potenzial. Wir haben also die Dienstgaben behandelt. Jesus Christus hat die Dienstgaben eingesetzt zur Ausrüstung der Heiligen, sich zu multiplizieren. Wir haben die Geistesgaben betrachtet. Wir haben die eine Liste der Geistesgaben betrachtet, 1. Korinther 12. Es gibt auch noch in Römer 12 eine Geistesgabenliste. Die Gabe der Gastfreundschaft, der Unterstützung. Im 1. Korinther 12 haben wir auch die Gaben der Leitung, die gegeben ist als göttliche Geistesgabe. Aber neben den Geistesgaben gibt es auch natürliche Gaben. Natürliche Gaben hat jeder Mensch, ob nun Christ oder nicht Christ. Du bist vielleicht gut in Mathematik oder du bist gut in Worten, in Sprachen, nicht wahr? Dann ist das auch ein Charisma im Sinne von, du bist damit geboren. Es ist dir in die Wiege gelegt. Du spürst auf einmal, wenn du in der Schule bist oder an die Uni gehst oder Lehre machst oder einen Beruf gehst, das sind Dinge, wo ich richtig gut bin. Ja, es gab ja mal so eine Lehre, dass du unbedingt das machen solltest für Gott, was du schlecht kannst, ne? Damit du mehr von Gott abhängig bist. Ich glaube genau das Gegenteil. Wenn zum Beispiel ein Bauer einen Trecker hat und einen Porsche, dann wird er wohl kaum mit dem Trecker auf die Autobahn fahren und kaum mit dem Porsche sein Feld bestellen, weil schon die Art und Weise, wie dieser Trecker konstruiert ist, ist schon ein Hinweis darauf, wozu dieser Trecker berufen ist, nämlich das Feld zu pflügen. Oder ein Porsche, allein wie dieser Porsche konstruiert ist, ist schon ein Hinweis darauf, wofür dieser Porsche konstruiert ist, dich nämlich von A nach B zu bringen in sehr kurzer Zeit, was ein Trecker wahrscheinlich nicht schafft. Das heißt also, natürliche Gaben sind nicht weniger göttlich als geistliche Gaben. Sie sind halt eben Dinge, die im normalen Range sind. Sie sind natürliche Gaben. Sie sind Dinge, die jeder Mensch gut kann. Auch ungläubige Menschen. Das heißt, wenn du dich fragst, wozu bin ich geschaffen, und wir glauben, dass Gott jeden Menschen mit einer Berufung, mit einem Ziel geschaffen hat, dann ist es erstmal wichtig, sich selber auch kennenzulernen, zu entdecken, was sind eigentlich meine natürlichen Gaben, was ist das, was ich gut kann, und dann ist das auch ein ganz großer Hinweis darauf, dass du, wenn du gut in Mathematik bist, wahrscheinlich auch im Bereich der Finanzen sehr gut bist, oder wenn du gut mit Worten bist, vielleicht auch in Kommunikationsbereich eingesetzt wird. Würde ich dir gerne an dieses Buch ans Herz legen. Dieses Buch ist von Christian Schwarz. Ein Buch, was deine geistlichen, aber auch deine natürlichen Gaben identifiziert. Die drei Farben deiner Gaben. Dann gibt es ein Buch von einem sehr geschätzten Kollegen und Pastor von mir, Leo Bigger. Entdecke, wer du bist. Und entdecke deinen Platz, das gibt es. Und dann gibt es auch von den sogenannten DISC-Test. Das möchte ich dir ganz kurz erklären. Hier siehst du diese wunderbaren Coach,
der vor verschiedenen Tieren steht und sagt, so, damit wir dann Gerechtigkeit walten lassen, gebe ich euch allen die genau die gleiche Aufgabe, nämlich auf diesen Baum zu klettern. Und du siehst hier, der Vogel, der freut sich schon, das Äffchen freut sich auch, aber hier der Fisch im Wasserglas, der kriegt jetzt schon seine Depression, nicht wahr? Das ist eben die Sache, wir sind gesegnet und begabt mit verschiedensten Begabungen, aber für manche Dinge sind wir einfach nicht geschaffen. Zum Beispiel, als ich im Mutterleib geschaffen wurde und Gott so seine Gaben ausgegossen hat, da ist er mit der Gabe der Buchhaltung an mir einfach vorbeigegangen. Aber ist es nicht fantastisch, dass wir Gemeinde haben, wo es Menschen gibt, die einfach gut rechnen können, die in Buchhaltung und Finanzen so fantastisch begabt sind? So, das sind so diese natürlichen Gaben. Der DISC-Test beleuchtet aber nicht nur die natürlichen Gaben, beleuchtet nämlich auch deine Charaktereigenschaften. Also DISG, das ist der sogenannte DISC-Test. Zum Beispiel sind diese beiden Begabungen, der Gewissenhafte und der Stetige, das sind Menschen, die mehr so introvertiert. Sie brauchen jetzt nicht unbedingt von allen gesehen zu werden. Die tun ihre Arbeit auch im Verborgenen. Das macht denen nichts aus. Dann gibt es Menschen, die sehr stark extrovertiert sind, sehr, sehr offensiv ihre Ziele verfolgen, offensiv auch auf Menschen zugehen. Das ist hier der Dominante und der Initiative, der Neues anstößt. Und dann gibt es Menschen, die begabt sind in ihrem Charakter, die aufgabenorientiert arbeiten. Zum Beispiel der extrovertierte Dominante, der sehr stark auf Ergebnisse, auf Zahlen, auf Erfolge, und der Gewissenhafte, der halt eben sehr stark die Routine und ein ordentliches Umfeld und wie soll man sagen, stetig sammelt das Eichhörnchen seine Erdnüsse, nicht wahr? Introvertiert arbeitet, der ist auch sehr stark auf Aufgaben orientiert. Und dann gibt es den Initiativen und den Stetigen, die sind sehr stark und definieren den Erfolg ihrer Arbeit, wenn Menschen glücklich sind, wenn Menschen ein Team sind, wenn sie Menschen helfen können, nicht wahr? Und man kann eigentlich nicht sagen, der Dominante ist jetzt ein ungeistlicher Mensch und der Stetige ist jetzt ein ganz geistlicher Mensch. Gott hat diese verschiedenen Gaben gegeben. So sehen wir das eigentlich auch in der Apostelgeschichte. Gab es mal einen Konflikt zwischen zwei Leitern, der war unglaublich hart. Das ist der Konflikt zwischen Paulus und Barnabas. Ja. Barnabas war von den Dienstgaben her gesehen so der typische Pastor. Ja. Barnabas hatte einen geistlichen Sohn, das war Johannes Markus, und er hat ihn aufgebaut. Er war sein geistlicher Sohn, den hat er gefördert, für den war er da. Das war sein geistlicher Vater. Und Barnabas heißt auch schon übersetzt Sohn des Trostes, nicht wahr? Das ist die Hauptaufgabe eines Pastors. Und Paulus hat dann zusammen mit Barnabas diese erste Missionstour organisiert nach Zypern. Und wie das so ist bei einem ordentlichen evangelistischen Straßeneinsatz, dann fliegen dann auch mal Steine oder Flaschen. Und da war Johannes Markus, für den war es zu viel, und er ist zurück nach Hause zu Mama nach Antiochien in ihre Heimatgemeinde und hat das Team verlassen und hat sie auch im Stich gelassen. Team ist weiter und hat mit vielen Gefahren diese erste Missionsreise gemeistert und überlebt und sind dann zurück zu ihrer Sendungsgemeinde nach Antiochien und haben ihre zweite Reise geplant. Und dann entstand zwischen Paulus, der ein sehr stark dominanter Leiter war, und Barnabas, der so der richtige pastorale Leiter war, ein stetiger Mensch, der menschenorientiert war, ein unlösbarer Konflikt. Worüber nämlich? Über die Frage, kann Johannes Markus, der das Team im Stich gelassen hat, kann er nochmal auf die zweite Reise mit? Und für Barnabas war ganz klar, Barnabas war ein Introvertierter, er war nicht so extrovertiert wie
wie Paulus und vor allen Dingen war menschenorientiert. Für Barnabas war das nicht so wichtig, dass diese Missionsreise nicht so erfolgreich war, weil Johannes Markus das Team verlassen hat, sondern für ihn war der Mitarbeiter, Johannes Markus stand im Zentrum seiner Motivation. Er wollte Johannes Markus stärken, er wollte ihn entwickeln, er wollte ihm eine zweite Chance geben. Pastoren, das ist das Lieblingswort von Pastoren. Wir geben dir eine zweite Chance, wir trösten dich. Das war Barnabas. Aber Paulus, der sagte, wir dürfen auf keinen Fall Johannes Markus wieder mitnehmen, weil der hat uns einmal im Stich gelassen, einmal Versager, immer Versager. Und vor allen Dingen war Paulus, der Johannes Markus, Menschen waren für ihn nicht wichtig, sondern für ihn war die Mission wichtig. Das Evangelium muss in die ganze Welt hinaus verkündigt werden. Und dieser Johannes Markus, der hat die Integrität und die Sicherheit unseres Teams in Gefahr gebracht. Und deswegen muss der auf jeden Fall raus aus dem Team. Und diesen Konflikt, sollen wir Johannes Markus mitnehmen, ja oder nein? Was ist wichtiger, die Aufgabe oder der Mensch Johannes Markus? Das war unlösbar. Und das war eben nicht eine geistliche Frage, man kann das ja mal so überlegen, wer hatte denn von den beiden recht, war die Aufgabe wichtiger oder der Mensch, ne, kann man so geistlich nicht lösen, sondern es ist eine Frage der Charaktereigenschaften. Paulus war ein D-Typ, ein dominanter Leiter und Barnabas war ein Pastor, ein S-Typ, ein stetiger Leiter, menschenorientiert. Und die Wahrheit ist nämlich, beide hatten recht. Wir brauchen alle diese Leiter, die dominante, initiative, stetige und gewissenhafte brauchen wir in der Gemeinde, weil wir brauchen Leiter, die immer wieder die Mission nach vorne treiben, die sagen, wir haben ein Ziel, dieses Ziel müssen wir erreichen, nicht wahr? Und wir brauchen natürlich auch, brauchen wir Pastoren, stetige Leiter, die sich um Menschen kümmern. Kirche ist ein Ort, wo Seelsorge geschieht, wo Menschen entwickelt werden, wo Menschen getröstet und aufgebaut werden. Und natürlich brauchen wir auch die Gewissenhaften, die sagen, hey, in der Kirche, da müssen wir auch Regeln einhalten. Da muss die Kasse stimmen. Da müssen Prozesse strukturiert laufen. Das ist das Wunder von Gemeinde, dass wir das alles brauchen. Und deswegen hätte ein Disk-Test vielleicht geholfen, einem Paulus und einem Barnabas, zumal ja Paulus am Ende seines Lebens herausgefunden hat, als er im Gefängnis alleine war, war Johannes Markus der Einzige, der bei ihm war im Gefängnis und Paulus sagt, er ist mir nützlich. Auch dominante Leiter können sich verändern. So ist das, wenn man älter wird, wie beim Wein. Man wird immer besser und so toll, dass Menschen, die versagen in unserer Gemeinde, Pastoren haben, die an sie glauben und sagen, ich gebe dir eine zweite Chance, denn Johannes Markus war ja der Übersetzer und der Schreiber des Markus-Evangeliums. Ist es nicht toll, dass wir heute noch das Markus-Evangelium lesen können? Warum? Wegen einem Barnabas, der einem Mann, der versagt hat, gesagt hat, du hast eine zweite Chance. Gott ist der Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften Chance. Gott glaubt an dich, auch wenn du versagt hast. Großartig. Wir brauchen alle diese Charaktere. Und ich persönlich möchte dich ermutigen, herauszufinden, wer du wirklich bist, wie du geschaffen bist. Denn dann hast du auch ganz große Informationen darüber, wie Gott dich gebrauchen kann. Ich persönlich habe einen kostenlosen Fähigkeitsworkshop entwickelt. Das habe ich damals als Jugendpastor vor 30 Jahren entwickelt. Und es ist so der sogenannte Identifikation deiner motivierenden Fähigkeiten, deiner Motivationsfähigkeiten. Das heißt, dieser Test will nicht unbedingt herausfinden, was du schon gut kannst. Ja, das ist ja immer so der Nachteil bei diesem Fähigkeitstest. Dann weißt du hinterher ganz genau, was du kannst und nicht kannst, aber bist auch nicht viel schlauer. Dieser Test hat so eine andere Dimension,
sondern das, was du gerne gut können würdest oder dir wünschst zu machen. Ja? Das heißt also, dieser Test geht nicht so sehr auf die Momentaufnahme ein, das, was du jetzt schon gut kannst, sondern geht auf deine Wünsche ein, die, was dich motiviert, was dein Traum ist. Ja? Das heißt also, geht darauf ein, was möchtest du gerne in Zukunft einmal machen? Was ist das, was dich antreibt? Was ist das, was in dir vibriert, was dir Motivation gibt, was wovon du träumst? Ja? Was sind deine Träume? So, dieser Test, den kannst du kostenlos herunterladen bei uns. Und dieser Test hat folgende Teile. Der erste Teil ist ein Storytelling-Teil. Das heißt, ich bitte dich, drei Geschichten, drei Tätigkeitsberichte zu schreiben aus deinem Leben. Drei Tätigkeiten aus Kunst, Bereich des Handwerks, aus dem Bereich der Daten oder Zahlen oder mit Menschen zu erzählen, was hat dir super Spaß gemacht. Zum Beispiel nicht, ich habe ein Fahrrad repariert, sondern ich habe ein Fahrrad repariert und es hat mir super Spaß gemacht, diese verschiedenen Funktionen der Werkteile, der Ersatzteile herauszufinden, zu sehen, wie Mechanik, Technik funktioniert und das mit ganz vielen Adjektiven zu schreiben. Oder du bist jemand, der menschenorientiert ist. Mir hat total gefallen, vielleicht einen Flüchtling zu begleiten, zum Rechtsanwalt, zur Beratungsstelle und einem Menschen zu helfen, sich zu integrieren in unsere Gesellschaft, Menschen zu beraten. Ja, oder du hast ein Bild gemalt und da hat dir gefallen dieses Kreative, also ganz viel mit Adjektiven und viel mit Gefühlen diesen Bericht zu schreiben. Oder du hast vielleicht die Buchhaltung gemacht für deinen Vater oder Großvater und dabei hat dir ganz besonders gefallen, dass du Ordnung gebracht hast in seine Finanzen oder in seinem Betrieb. Dieses Gefühl von Ordnung und Übersichtlichkeit und Struktur, ne, dass du das emotional und mit ganz vielen Adjektiven schreibst. So, und dann kommen 40 Fragen zu diesen vier verschiedenen Bereichen, nämlich Umgang mit Daten, Umgang mit Menschen, Umgang mit Kreativität und Umgang mit Handwerk. Das heißt also, aus diesen vier Bereichen gibt es jeweils 10 Fragen und da werden verschiedene Fragen gestellt, wie zum Beispiel habe ich hier zum Bereich Handwerk Kochen und Backen. Ne? Und zwar musst du dann dich selber beurteilen mit den Noten 1 bis 10. 1 hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht oder motiviert mich ganz, ganz minimal bis 10. Oh ja, das würde ich gerne machen. Und jetzt aufgepasst, nicht das, was du schon gut kannst, sondern ich würde gerne kochen und backen, weil es mir so viel Spaß macht. Ja, das heißt also motivierende Fähigkeiten. Das ist der Unterschied zu einem Fähigkeitsworkshop. Zum Beispiel kochen, backen zur Geburtstagsfeier, einen Kuchen backen. Oh ja, das würde ich so gerne lernen. Das heißt also nicht, das hast du schon gemacht, sondern das motiviert mich. Das würde ich gerne lernen. Ich würde auch dafür gerne auch mal einen Kochkurs machen. Oder Freunde zum Essen einladen. Oder selber Brot backen. Auch hier wieder nicht die Frage, kann ich schon Brot backen, sondern ja, das würde ich so gerne tun können. Und dann benotest du dich selbst mit einer Note von 1 bis 10 und dann wirst du ganz genau darauf hingewiesen, wie du diese 10 Fragenkomplexe dann zusammenziehst und dann am Ende kannst du dann herausfinden, in welchen dieser 4 Quadranten mit Umgang mit Menschen, Umgang mit Daten, Umgang mit Kreativität, Umgang mit Handwerk, wo du am meisten motivierst. Und du kannst diesen Test runterladen auf unserer Homepage
icbond.de, kannst du diesen Test runterladen und dann kannst du ihn ausfüllen. Es ist eine sehr gute Beschreibung auch dabei. Und wenn du fertig bist, dann kannst du gerne uns kontaktieren unter office@icbond.de und deinen Test einreichen. Und dann laden wir dich mal zu einem Beratungsgespräch ein, um mit dir herauszufinden, wo ist eigentlich das, was dich total motiviert, was dir Freude macht, einen dieser vier Quadranten Umgang mit Daten, mit Menschen, mit Kreativität oder mit Handwerk. Und dann wollen wir natürlich alles tun, um dich zu ermutigen, zu erbauen, zu trösten, damit du die Welt verändern kannst. Wäre das nicht toll, wenn Kirche gebaut wird durch dich? Klar, Gott kann seine Kirche auch ohne dich bauen, das ist klar, Gott kann alle Dinge tun, aber wie schön wäre es, wenn er Kirche mit dir bauen würde. Und wenn du deine Gaben, deine einzigartigen Talente, auch deine Geistesgaben oder deine Dienstgabe einbringst in das großartigste Unternehmen der Welt, Kirche, denn Jesus sagt, dass keine Macht der Finsternis die Kirche überwältigen kann, sondern dass die Kirche das Unternehmen ist, was Jesus gesandt hat, um diese Welt zu verändern, Licht zu bringen in die Finsternis und dass Menschen aus allen Nationen zu Jüngern gemacht werden, zu Nachfolgern Jesu, getauft werden und Botschafter der Hoffnung von Jesus Christus werden. Dazu lädt dich Jesus ein und dazu lade ich dich auch ein, hineinzukommen und diesen Test zu machen und herauszufinden, was sind deine Gaben und ein Stück weit diese Welt besser zu machen.